Stürme, Waldbrände, Dürre und Überflutungen. Eine neue Heißzeit wirft ihre Schatten voraus. Es ist möglich, dass diese Orte unbewohnbar werden. Wie unsere Zukunft aussehen könnte, erforschen Wissenschaftler an Hitzeperioden der Vergangenheit. Wir könnten verzwergen. Wir könnten 20% kleiner werden. Die Zeichen mehren sich, dass sich Erdgeschichte wiederholt. Forschende suchen nach Auswegen. Wir entwickeln eine neue Wissenschaft. Wir lernen aus der Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen, damit wir die Zukunft besser gestalten können. Die Erwärmung verändert auch die Ozeane tiefgreifend. Kippen dort schon bald ganze Lebensräume? Manchmal gibt es so wenig Sauerstoff, dass die Tiere nicht überleben. Alle Krebse waren tot. Wie in früheren Hitzeperioden schmelzen auch heute die polaren Eisschilde. Wir stehen am Scheideweg. Es geht darum, wie viel Leid wir zukünftigen Generationen zumuten wollen. Wie stark werden sich die Ozeane durch den Klimawandel noch verändern? Die neue Heißzeit. Spurensuche in der Vergangenheit. Der Pazifik. Ein Ozean größer als alle Kontinente zusammen. Hier trifft man auf die gesamte Vielfalt des Lebens unter Wasser. Von den Bewohnern tropischer Korallenriffe bis zu den größten Tieren der Ozeane. Zu den Pazifikregionen mit der größten Lebensfülle zählt die Westküste Nordamerikas. Das Meer ernährt hier zahllose Tiere. An Land und unter Wasser. Grundlage dieser Lebensgemeinschaft ist pflanzliches Plankton. Wenn im Frühling die Sonneneinstrahlung zunimmt, vermehren sich die winzigen Organismen an dieser Küste so stark, dass die grünen Wolken noch aus dem All zu erkennen sind. Doch am Meeresgrund zeigt sich hier immer häufiger ein anderes Bild. Regelrechte Todeszonen, in denen Seesterne, Seeigel, Muscheln und Krebse verendet sind und verwesen. Vor ein paar Jahren haben wir es festgestellt. Die Krabben, die wir in Fallen an Bord brachten, waren alle tot. Bei der nächsten Falle dasselbe. Diese Gebiete können sich über viele Kilometer erstrecken. Soweit wir wissen, sind in diesen großen Zonen am Meeresgrund alle Lebewesen tot. Der Fang pazifischer Taschenkrebse ist an dieser Küste Lebensgrundlage vieler Menschen. Die Tiere gelten als Delikatesse und erzielen Höchstpreise. Warum verenden die wertvollen Krebse immer häufiger? Ozeanograph Jack Barth und sein Team sind diesem Massensterben auf der Spur. Heute fahren sie in ein Meeresgebiet vor der Küste des US-Bundesstaates Washington. Dort wollen sie dieses torpedoförmige Messgerät zu Wasser lassen. Das Ziel der Forscher? Herauszufinden, wo genau sich die Todeszonen bilden und wie groß sie sind. Es ist, als würden wir den Puls des Ozeans messen. Etwa so, wie man seine eigene Gesundheit überwacht. Den Puls, die Herzfrequenz oder die Sauerstoffsättigung des Blutes. Das machen wir im Meer. 3 Wochen lang wird das Gerät selbstständig durch das Meer gleiten.
Rund um die Uhr misst es in verschiedenen Wassertiefen unter anderem Temperatur und Sauerstoffgehalt des Wassers. Die toten Krebse könnten ein Frühwarnzeichen dafür sein, dass das Zusammenspiel dieser Faktoren aus dem Gleichgewicht geraten ist. Einige Wochen später zeigt die Auswertung der Daten, es ist Sauerstoffmangel, der die Tiere sterben lässt. Und die betroffenen Gebiete haben eine enorme Ausdehnung. Manchmal gibt es so wenig Sauerstoff, dass die Tiere nicht atmen können. Sie müssen dann fliehen oder sie sterben. Wie kommt es dazu, dass sich solche Sauerstoff-Minimum-Zonen im Meer entwickeln? Die Forschenden sind sich sicher. Ursache ist ein bislang unterschätzter Effekt der Erderwärmung. Veränderungen im Zusammenspiel zwischen Wind und Ozean. Der Wind weht von Norden und drückt das Oberflächenwasser, unterstützt von der Erdrotation, weg von der Küste. Dadurch steigt Wasser aus der Tiefe auf. Das nennt man Auftrieb. Dieses Wasser ist kalt, sehr salzhaltig und voller Nährstoffe. Das ist gut für das Ökosystem, aber es ist auch sauerstoffarm. Und was wir beobachten, ist, dass der Wind, der sonst aus unterschiedlichen Richtungen weht und somit das Wasser vermischt, immer stetiger wird. Der Klimawandel setzt also eine verhängnisvolle Kettenreaktion in Gang. Die Windverhältnisse bringen mehr Nährstoffe an die Oberfläche. Dünger für das pflanzliche Plankton. Die wachsende Zahl an Kleinstlebewesen wiederum ernährt mehr Tiere, die auch mehr Sauerstoff verbrauchen. Sterben all diese Organismen ab, sinken sie zum Meeresgrund. Dort werden sie von Bakterien zersetzt. Ein Prozess, der ebenfalls Sauerstoff verbraucht. Das Resultat: Tiere, die am Boden leben und nicht schnell genug fliehen können, verenden. Und das könnte erst der Anfang sein. Der Blick zurück in die Erdgeschichte belegt: Je höher die Temperaturen steigen, umso schlechter werden die Lebensbedingungen in vielen Meeresgebieten. So wie in einer besonders heißen Klimaphase vor 56 Millionen Jahren. Dem Paläozän-Eozän-Temperaturmaximum, kurz PETM. Es ist eine sehr spezielle erdgeschichtliche Phase, in der die Temperaturen innerhalb einiger tausend Jahre etwa um 5 Grad ansteigen. Deswegen ist diese Klimawandelphase am ehesten mit der heutigen vergleichbar. Das PETM ist eine der drastischsten und schnellsten Erwärmungen aller Zeiten. Ausgelöst wird sie vermutlich durch Vulkanismus am Meeresgrund. Gewaltige Mengen CO2 gelangen in die Atmosphäre. Die Erde verwandelt sich in eine Art Supertreibhaus. Auch damals wird der Sauerstoff in den Ozeanen knapp. Und auch damals haben Veränderungen außerhalb der Ozeane großen Anteil daran. Die Erwärmung sorgt für mehr Wetterextreme. Dürre wechselt mit starken Regenfällen. Sie lassen immer wieder Flüsse anschwellen. Riesige Mengen Sediment werden ins Meer gespült. Die darin enthaltenen Mineralstoffe wirken wie Dünger. So vermehrt sich auch während des PETM das Leben im Ozean zunächst stark. Gleichzeitig ist im wärmeren Meerwasser aber auch weniger Sauerstoff vorhanden. Die zahlreichen Organismen zehren ihn auf. Und ganze Meeresgebiete werden zu Todeszonen. Auch heute steigt die Temperatur. Doch der Prozess verläuft noch wesentlich schneller als während des PETM. Der Teufelskreis aus Erwärmung, Überdüngung und Sauerstoffmangel im Meer droht sich also in Zukunft weiter zu verstärken. If all
Liefe es langsam ab, würde ich denen zustimmen, die sagen, dass wir neue Technologien erfinden und uns anpassen können. Dann hätten wir genug Zeit dafür. Mit jedem Grad Erwärmung sieht die Situation in den Weltmeeren schlimmer aus. Wir streben jetzt an, 1,5 Grad nicht zu reißen, wenigstens aber die 2-Grad-Grenze zu halten. Und derzeit sind wir noch auf dem Pfad hin zu 3 Grad. Aber das Entscheidende ist, und das muss sich jeder klar machen, die Temperatur des Planeten wird so lange weiter steigen, wie wir Kohlendioxid in die Atmosphäre bringen. Die Folgen des Klimawandels treffen die verschiedenen Meeresgebiete auf unterschiedliche Weise. Wie wird beispielsweise die rapide Erwärmung die tropischen Meere verändern? Sie verzeichnen schon jetzt sehr hohe Wassertemperaturen. Auch hier hilft der Blick zurück in die Erdgeschichte. Das Zentrum für marine Umweltwissenschaften in Bremen. Hier lagern 158 Kilometer Bohrkerne vom Meeresgrund, zerteilt in 250.000 Segmente. Das Zentrum ist eines der größten Klimaarchive der Welt. Nur wenige Kerne erlauben es Paläozeanograf Apis Lois und Geologin Ursula Röhl, die Lebensbedingungen in tropischen Gewässern weit zurückliegender Klimaphasen zu rekonstruieren. Diese Sedimentschichten zeigen den Übergang in das Paläozän-Eozän-Temperaturmaximum vor 56 Millionen Jahren. Sie stammen aus dem Atlantik. Aus einem Gebiet vor der Küste Ghanas in Westafrika. Damals sahen die Umrisse des Kontinents noch anders aus. Doch auch damals lag der Ort, von dem der Bohrkern stammt, im Meer. Zum Vergleich untersucht Apis Lois Sedimentproben aus der Phase unmittelbar vor Beginn der Erwärmung. Dabei stößt er noch auf ein vertrautes Bild. Zahlreiche winzige Fossilien, Überreste pflanzlicher Planktonorganismen, sogenannte Dinoflagellaten. Sie sind viel widerstandsfähiger gegenüber extremen Umweltbedingungen als andere Meeresorganismen. Bis heute bevölkern sie auch Meeresgebiete, in denen sonst kaum etwas überleben kann. Doch in den Proben aus der Heißzeit fehlt jede Spur von ihnen. Während des PETM verlieren wir die Dinoflagellaten. Das ist verrückt, denn sie sind fast wie eine Plage der Meere. Man stößt sonst überall auf sie. Aber selbst die Dinoflagellaten waren nicht fähig, bei der Hitze des PETM in dieser Region zu überleben. Genauere Untersuchungen bringen dann doch noch Hinweise auf Leben ans Licht. Bausteine urzeitlicher Organismen, die viel kleiner als Plankton sind und Bakterien ähneln. Die Archäen. Das Tolle an Archäen ist, dass sie andere Arten von Molekülen produzieren, wenn sich der Ozean erwärmt. Die Art der Moleküle in den Sedimenten zeigt uns also, wie hoch die Wassertemperatur an der Meeresoberfläche war. Sie sind quasi Paläothermometer. Dank dieser Entdeckung gelingt eine Art Fiebermessung des Heißzeitmeeres. Die Meeresoberfläche erwärmte sich damals auf 37, 38 Grad. Das muss man sich mal vorstellen. Verhältnisse wie in einem Whirlpool. Darin badet man zwar gerne kurz, wenn man aber lange drin bleibt, wird einem schwindelig, man überhitzt und wenn man zu lange drin sitzt, stirbt man. An diese Extrembedingungen konnte sich das Leben im Meer nicht mehr anpassen. Womöglich war dort sogar eine absolute Temperaturobergrenze für alle höheren Lebensformen überschritten worden. Zu diesem Zeitpunkt leben dort keine Fische. Es ist einfach zu warm. Dieses Meer wird beherrscht von Bakterien und Archäen, die unter solchen Bedingungen existieren können. Sonst nichts. Wir würden das ein leeres Meer nennen. Droht das Leben auch heute wieder aus den tropischen Meeren zu verschwinden?
An der Westküste Indiens zeigen sich bereits Anzeichen ähnlicher Veränderungen im Meer. Uran. Eine Kleinstadt südlich der Millionenmetropole Mumbai. Die Menschen hier sind von der Fischerei abhängig. Doch in den vergangenen Jahren sind die Fangmengen stark eingebrochen. Immer häufiger kehren die Fischer mit leeren Netzen zurück. Traditionell fischen die Menschen hier mit kleinen Booten in Küstennähe. Einer von ihnen ist Tukaram Jarnadam Kohli. Der 69-Jährige fährt seit seiner Kindheit aufs Meer hinaus. Doch inzwischen kann er vom mageren Fang kaum noch leben. Seit 30 Jahren fangen wir von Jahr zu Jahr weniger Fisch. In meiner Kindheit war das Boot halb voll mit Fisch. Doch es hat sich so viel verändert, dass wir heute kaum noch einen Eimer füllen können. Um rund 2 Grad hat sich das arabische Meer bereits erwärmt. Von 26 auf 28 Grad. Doppelt so stark wie viele andere Meeresgebiete. Die Hitze ist neben Faktoren wie Überfischung und Umweltverschmutzung die größte Bedrohung der Fischbestände. Sie sorgt in diesem Meeresgebiet dafür, dass die Menge an Plankton schrumpft, die Nahrungsgrundlage von Fischen, Garnelen und Krebsen. Zudem wandern manche Fischarten in kühlere Gebiete ab. Noch nie seit Menschengedenken ist die Temperatur so schnell angestiegen, wie wir das jetzt gerade beobachten. Jetzt sind wir wirklich die treibende Kraft im Klimasystem und haben eben die stärksten Auswirkungen auf das Klimasystem und damit aber auch die größte Verantwortung. Noch haben wir die Meere nicht auf das Niveau vergangener Heißzeiten aufgeheizt. Doch viele Tiere in den Ozeanen sind heute auch hitzeempfindlicher. Das hat mit der Eiszeit zu tun. Sie bestimmt seit rund 2,6 Millionen Jahren das Klima auf der Erde. Nicht Hitze. Lange, sehr kalte Phasen werden nur von kurzen Warmphasen, den Zwischeneiszeiten, unterbrochen. Mit milderem Klima, so wie heute. Noch vor 21.000 Jahren, auf dem Höhepunkt der letzten Kaltphase, verlagert sich der Lebensraum vieler mariner Organismen Richtung Äquator, weil dort das Meer nicht zugefroren ist. In der folgenden Warmphase, die vor 11.700 Jahren beginnt, breiten sie sich mit Rückzug des Eises wieder in Richtung der Pole aus. Für dieses eiszeitliche Temperaturspektrum ist das Leben in den Ozeanen bis heute optimiert. So arbeitet der Stoffwechsel vieler Tiere in diesem Temperaturbereich am besten. Körpergröße und Reproduktionszyklus sind daran angepasst. Und die Meeresbewohner ernähren sich von Organismen, die ebenfalls solche Lebensbedingungen brauchen. Große Hitzetoleranz bringt in der Eiszeit keinen evolutionären Vorteil und ist deshalb bei vielen Lebewesen verschwunden. Die aktuelle Erwärmung im Rekordtempo könnte ihre Anpassungsfähigkeit also übersteigen. Denn ein solches Klima haben sie noch nie erlebt. Und auch wir Menschen betreten damit Neuland. Der Unterschied zwischen der letzten Eiszeit und der heutigen Warmzeit, das sind etwa 3 bis 4 Grad Erwärmung. Und was wir uns jetzt vorstellen müssen, ist, dass die gleiche Erwärmung oder sogar noch mehr in Zukunft innerhalb kürzester Zeit ablaufen kann. Wie wir uns in diesem System zurechtfinden und anpassen können, das ist bislang völlig unbekannt. Denn wir haben solche Temperaturen und vor allem auch einen solchen Anstieg der Temperatur noch nie erlebt. Auch die tropischen Korallenriffe sind Opfer dieser schnellen Erwärmung.
Sie beherbergen rund ein Viertel aller marinen Organismen, darunter mehr als 4000 Fischarten. Korallen sind Tiere. Das ist wichtig. Es sind Raubtiere. Unter dem Mikroskop erkennt man, dass sie eine Mundöffnung und Tentakel haben, mit denen sie Beute fangen und fressen können. Sie leben in einer symbiotischen Gemeinschaft mit einzelligen Algen. Diese pflanzlichen Untermieter betreiben Photosynthese und produzieren so Zucker, der auch die Korallenpolypen ernährt. Werden sie von Hitzewellen im Meer getroffen, stoßen die Korallenpolypen die eingelagerten Algen ab. Die Korallen bleichen aus und sterben schließlich. Besonders stark betroffen das Great Barrier Reef, das größte Korallenriff der Erde vor Australien. So schön es von oben immer noch wirkt, es ist stark beschädigt. Selbst wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten, werden wir wahrscheinlich die meisten Korallenriffe der Welt verlieren. Das Great Barrier Reef wird sterben, selbst wenn wir unter 2 Grad globaler Erwärmung bleiben. Noch ziehen sich Gebiete mit tropischen Korallenriffen in Äquatornähe um die ganze Erde. Doch kaum eines von ihnen ist noch voll intakt. Eine Ausnahme sind die Riffe im Golf von Aqaba, an der Nordspitze des Roten Meeres. Bei der Stadt Eilat bilden sie nur wenige Meter vom Strand entfernt einen Saum entlang der gesamten Küste. Seit einigen Jahren rücken die Riffe zunehmend in den Fokus der Klimaforschung. Während weltweit immer wieder über Korallenbleiche berichtet wurde, trat sie hier nie auf. Da habe ich mich gefragt, was wir übersehen. Hier passiert etwas sehr Interessantes. Meeresbiologe Maos Fein und sein Team untersuchen, was diese Korallenriffe von anderen unterscheidet. Hierfür züchten sie Korallen, um die natürlichen Riffe nicht durch Probenentnahmen zu beschädigen. Sensoren überwachen Lichtintensität, Wassertemperatur und andere Umwelteinflüsse, um sicherzustellen, dass diese Korallen gesund sind. Haben sie eine bestimmte Größe erreicht, kommen die Korallen in eine Versuchsanlage an Land. Den Red Sea Simulator. In die Becken wird Meerwasser geleitet und die Korallen betreiben dort, wie am Riff, Photosynthese. Der Unterschied: Hier können die Forschenden die Wassertemperatur erhöhen, den Säuregehalt des Wassers verändern und sogar Umweltverschmutzung simulieren. Lebensbedingungen, wie sie voraussichtlich in wenigen Jahrzehnten im Golf von Aqaba zu erwarten sind. Monatelang werden die Korallen diesem Umweltstress ausgesetzt. Wie sich das auf die Meerestiere ausgewirkt hat, untersuchen die Forschenden im Labor. Das Ergebnis? Die Korallen und damit auch die Algen haben die extremen Lebensbedingungen gut überstanden. Die Forschenden sind sich sicher. Ihre Widerstandskraft lässt sich mit der Erdgeschichte erklären. Auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit, als der Meeresspiegel rund 120 Meter tiefer liegt, sterben die meisten Organismen hier ab. Erst vor rund 7.000 bis 8.000 Jahren, als der Meeresspiegel wieder angestiegen ist, kehren sie zurück, Korallen eingeschlossen. Doch sie müssen sich zuerst im südlichen Roten Meer ansiedeln, wo es im Sommer sehr heiß ist.
Und nur diejenigen Korallen, die das überlebt haben, konnten sich weiter nach Norden bis in den Golf von Aqaba ausbreiten. Sie vertragen sehr hohe Wassertemperaturen, leben aber heute in Gewässern, die 6 oder 7 Grad kühler sind. Durch einen erdgeschichtlichen Glücksfall leben diese Korallen also in einem für sie kühlen Wasser, sind aber gleichzeitig sehr wärmetolerant. Ist ihre besondere Widerstandskraft tatsächlich ein Einzelfall? Oder verfügen auch andere Korallen über Anpassungsstrategien, um einer drohenden neuen Heißzeit zu begegnen? Was lehrt uns die Erdgeschichte? Eine ländliche Region bei Paris. Ausgerechnet hier, weit nördlich der Tropen, wollen Paläontologe Thomas Brachat und Geologe Cyril Gagnaison ergründen, wie Korallen auf vergangene Hitzeperioden reagiert haben. Vor Jahrzehnten kamen an dieser Stelle immer wieder Korallenfossilien aus einem Urmeer ans Licht. Nun hoffen die Forscher auf weitere Funde. Zuerst stoßen sie auf Muscheln. So können die Forscher bestimmen, dass die Ablagerungen aus dem oberen Eozän stammen und rund 38 Millionen Jahre alt sind. Eine wichtige erste Information. Denn auch in jener Zeit ist das Klima viel wärmer als heute. Europa ähnelt damals eher einem Inselarchipel mit vielen flachen Buchten an den Küsten. In einer davon liegt ursprünglich die Sandgrube aus dem heutigen Frankreich. Beim Graben entdeckten die Forscher schließlich weitere Überreste tropischer Korallen. Sie stammen von Korallenarten, die auch heute noch existieren. Um Korallen dieses Typs zu finden, müsste man heute tatsächlich 1000, 1500 Kilometer weiter nach Süden reisen, beispielsweise in das nördlichste Rote Meer. Golf von Suez oder Golf von Aqaba wäre ein Ort, wo man diese Typen tatsächlich antreffen kann. Wie konnten diese tropischen Korallen damals so weit im Norden überleben? Dort war es zwar wärmer als heute, doch es gab anders als in Äquatornähe unterschiedliche Jahreszeiten. Um diese Frage zu beantworten, müssen die Wissenschaftler die Korallen genauer untersuchen. Was sie besonders interessiert? Wie gut die Korallen wachsen konnten. Aus Mikroskop- und Röntgenaufnahmen können die Experten ableiten, wie schnell die Koralle gewachsen ist. Denn die Polypen scheiden Kalk ab und bilden so jedes Jahr neue Wachstumsschichten. Entscheidend? Der Vergleich von einer heutigen Koralle aus den Tropen mit den fossilen Fundstücken. Auf der rechten Seite sieht man die Abstände hier im Millimeterbereich, ungefähr 3 Millimeter pro Jahr. Und an dem linken Bild sehen wir ein sehr, sehr schnelles, für heutige Korallen typisches Bild, rund 1,5 Zentimeter im Jahr. Eine wichtige Anpassungsstrategie von Korallen wird sichtbar. Steigen die Temperaturen zu stark an, besiedeln sie neue Lebensräume in höheren Breiten. Können dort aber schlechter wachsen. Der Grund? Über das Jahr hinweg steht ihnen weniger Licht zur Verfügung, um Photosynthese zu betreiben. In der höheren geografischen Breite sind die Helligkeitsunterschiede über die Jahreszeiten ganz extrem, was eben für die Tropen natürlich keine Rolle spielt. Dass tropische Korallen sich überhaupt in neue Meeresgebiete ausbreiten können, hat mit ihrem Entwicklungszyklus zu tun. Sie beginnen ihr Leben als Larven, die frei im Wasser schwimmen. Erst wenn Meeresströmungen sie an einen passenden Ort getrieben haben, setzen sich die Larven fest und verwandeln sich in Korallenpolypen, die den Korallenstock aufbauen.
So siedeln sich auch heute wieder tropische Korallen weit außerhalb der Tropen an und beginnen Riffe zu bilden, beispielsweise in Japan. Hier können sich Korallenlarven mittlerweile ansiedeln, weil sich das Wasser an der Küste in den letzten 100 Jahren um 1,25 Grad erwärmt hat. Mit solchen Anpassungsstrategien könnten tropische Korallen auch die derzeitige Erderwärmung überleben. Allerdings sterben in Äquatornähe viel mehr Korallen ab, als neue in anderen Breiten nachwachsen können. Das extreme Tempo der Veränderung macht die aktuelle Erwärmung der Ozeane so gefährlich. Und längst sind nicht nur Meeresbewohner betroffen. Wir wissen, dass es in der Erdgeschichte viele große Klimaveränderungen gab. Doch sie ereigneten sich fast alle, als noch keine Menschen existierten. Sonst hätten die wohl gelitten oder wären sogar ausgelöscht worden. Inzwischen dringen die Ozeane durch die Erderwärmung auch immer weiter in unseren Lebensraum vor. Das wärmere Meerwasser verursacht stärkere Stürme. Sie treiben die Wassermassen immer weiter ins Landesinnere. Hinzu kommt ein steigender Meeresspiegel. Um rund 20 Zentimeter hat er sich in den letzten 100 Jahren erhöht. Scheinbar wenig, doch die Konsequenzen sind bereits gravierend. Zu den weltweit verwundbarsten Küstenstreifen zählt der Süden des US-Bundesstaates Louisiana. Das Gebiet am Golf von Mexiko liegt nur knapp über dem Meeresspiegel. Ein Schwemmland, das der Mississippi im Laufe der Erdgeschichte aufgeschüttet hat. Doch heute ist der Fluss eingedeicht und das Sediment wird weit hinaus ins Meer gespült. Dem Land fehlt es an Nachschub. Hinzu kommt die Öl- und Gasförderung. Lagerstätten tief im Untergrund werden ausgebeutet. Hohlräume entstehen. An der Oberfläche sinkt das Land ab. Durch die schnurgeraden Schifffahrtskanäle kann zudem immer mehr Salzwasser vom offenen Meer in die Marschgebiete eindringen. So stirbt der Wald ab, der die Küste hier einmal befestigte und die Menschen vor der Kraft des Meeres schützte. Inmitten dieses Gebietes liegt, so gefährdet wie kaum eine andere Siedlung Louisianas, die Isle de Jean Charles. Dort lebt eine eng verbundene Gemeinschaft amerikanischer Ureinwohner, die vor 150 Jahren aus ihrem ursprünglichen Siedlungsgebiet vertrieben wurden. Sie zogen in das Marschland und bauten sich dort ein neues Leben auf. Doch seither ist die Insel fast komplett verschwunden. Von 89 Quadratkilometern Fläche ist nur gut ein Quadratkilometer übrig geblieben. Außerdem treffen immer wieder Stürme auf die Insel. Zusammengenommen führt das zu unhaltbaren Lebensbedingungen. Ende August 2021. Hurricane Ida trifft auf Louisiana und richtet schwere Verwüstungen an. Mitten in der Zone, wo der Sturm die größte Gewalt entfesselt hat, die Isle de Jean Charles. Die Bewohner können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Doch die meisten Häuser werden stark beschädigt. Ein normales Leben scheint dort nun endgültig unmöglich zu sein. Wie die meisten anderen Bewohner hat auch Chris Brunet schon vor dem Hurricane beschlossen, aufs sicherere Festland umzuziehen. In diese neue Siedlung, 50 Kilometer entfernt von der Insel, gebaut von der Regierung.
Es wird eine Weile dauern, bis sie zu einem Zuhause wird, weil ich so stark auf der Insel verwurzelt bin. Was mir hilft, dass ich nicht allein hierher ziehe, sondern mit meiner Gemeinschaft. Ihren zukünftigen Wohnort nennen sie The New Isle, die neue Insel. In Erinnerung an ihre alte Heimat, die schon bald vollständig im Meer versinken wird. Die Alde Jean Charles nimmt vorweg, was vielen tiefliegenden Küstengebieten weltweit droht. Derzeit beobachten wir einen weltweiten Meeresspiegelanstieg von 5 cm pro Dekade. Das klingt erstmal nicht viel, aber über die Zeit frisst uns das nach und nach die Küstenregionen weg. Und der Anstieg könnte sich schon bald deutlich beschleunigen. Entscheidend ist, wie schnell die großen Eisschilde der Erde auf die Erwärmung reagieren. Der größte der Nordhalbkugel liegt auf Grönland. Eine Eisfläche knapp 5-mal so groß wie Deutschland. Schon heute verliert Grönland 280 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr. Schmilzt die gesamte Eismenge, steigt der Meeresspiegel um rund 7 Meter. Ein Langfristszenario, aber durchaus möglich. Wenn in Grönland eine kritische Temperatur erst einmal überschritten ist, dann kann es zum fast kompletten Abschmelzen des grönländischen Eisschildes kommen. Man kann sogar sagen, dass die Polarregionen in gewisser Weise unser bestes Frühwarnsystem für den Klimawandel sind und auch für das Überschreiten von Kipppunkten. Und dieses Frühwarnsystem schlägt jetzt Alarm. Es macht sich inzwischen auch am größten Eisschild der Erde in der Antarktis bemerkbar. Schmilzt er ab, steigt der Meeresspiegel sogar um 58 Meter. Lange galt die Antarktis als stabil. Doch inzwischen reagieren vor allem Gletscher der Westantarktis auf die Erderwärmung. Darunter der Thwaites-Gletscher, ein Eisgigant, mehr als doppelt so groß wie Österreich. Vor der Küste stößt er unter Wasser auf einen Höhenrücken. Ein natürlicher Bremsklotz für den Eisstrom. Doch genau an dieser Stelle taut wärmeres Meerwasser den Gletscher inzwischen von unten an. Im Bereich des Thwaites Glaciers haben wir diese Aufsetzlinie ins Landesinnere verschoben durch die Erwärmung des Planeten. Und wenn wir die Aufsetzlinie über den Gipfel dieses Hügels schmelzen, dann wird die Situation instabil. Und immer mehr Eis fließt tatsächlich in den Ozean. Wenige Zehntel Grad Erwärmung unter den Eisschäfen reicht schon aus, um diese zum Schmelzen zu bringen. Wie hoch genau wird der Meeresspiegel noch steigen? Diese Frage ist entscheidend für viele hundert Millionen Küstenbewohner weltweit. Deshalb rekonstruieren Forschende immer präziser, wie sich Eisschilde und Meeresspiegel in vergangenen Warmphasen verhielten. Erkenntnisse, die entscheidend sind, um sich auf die Zukunft vorzubereiten. Eine Schlüsselregion für den Blick zurück in die Klimageschichte der Polarregionen, die antarktische Eisbergallee. Durch dieses große Gebiet treiben viele Eisberge, die vom antarktischen Eisschild abgebrochen sind. Meeresströmungen an der Küste führen sie zunächst um den Kontinent herum, bis sie auf die antarktische Halbinsel treffen und nach Norden abgelenkt werden. Dort erreichen sie wärmere Gewässer und schmelzen. Das gesamte Material, welches das Eis an Land abgetragen hat, Schmutz und Steine, sinkt dann auf den Meeresgrund. Schicht für Schicht, Jahr für Jahr, über viele Millionen Jahre. Je stärker Eisschilde in der Vergangenheit schrumpften, umso mehr Eisberge schwammen im Meer und verloren ihre schmutzige Fracht. Diese Spur können die Forschenden um Geologin Maureen Ramo an groben Bestandteilen wie Sand und Steinen erkennen, die sonst in ozeanischen Ablagerungen fehlen.
Eine Klimaphase, die uns besonders interessiert, liegt rund 125.000 Jahre zurück. Damals entsprach der CO2-Gehalt der Atmosphäre dem vorindustriellen Wert. Doch die Erdachse war etwas stärker zur Sonne geneigt. Wir wissen, dass die Temperaturen in dieser Zeit 1 bis 2 Grad höher lagen als in vorindustriellen Zeiten, also etwa so wie heute. Auch Röntgenbilder der Kerne bestätigen für diese Klimaphase einen sehr hohen Anteil grober Partikel im Sediment. Demnach waren die Eisschilde damals deutlich kleiner und der Meeresspiegel lag höher als heute. Was die Sedimentanalyse allein aber noch nicht verrät, ob es 1, 2 oder gar 10 Meter waren. Um das zu ermitteln, muss die Forschergruppe nach weiteren Spuren dieser entscheidenden Warmphase suchen. Auf den Bahamas. Die Inseln südöstlich von Florida bestehen aus ehemaligen Korallenriffen und Sandbänken. Wenn in der Vergangenheit der Meeresspiegel stieg, wuchsen die Riffe in die Höhe. Sank er, fielen sie trocken. Wo genau die Wasseroberfläche war, erkennen die Forschenden an feinen Sandschichten in den Felsen, der früheren Strandlinie. Wichtig für den Vergleich mit der Gegenwart? Den maximalen Wasserstand auf dem Höhepunkt der Erwärmung vor 125.000 Jahren zu finden. Das Ergebnis? Die entscheidende Schicht liegt bis zu 6,7 Meter über dem heutigen Meeresspiegel. Doch dieser Wert ist noch nicht aussagekräftig. Er muss um einen wichtigen Faktor bereinigt werden. Bewegungen der Erdkruste. Über lange Zeiträume hinweg hebt und senkt sie sich. Und das verschleiert den tatsächlichen Meeresspiegelanstieg. Ein Prozess, den Geophysikerin Jacqueline Austermann am Computer modelliert. Besonders ausgeprägt sind solche Bewegungen seit Beginn der Eiszeit vor rund 2,6 Millionen Jahren. Eisschilde sind 3-4 Kilometer dick. Das ist halb so hoch wie der Mount Everest. Dieses Gewicht genügt, um Gestein in tieferen Erdschichten zu verformen. Die Erdkruste wird heruntergedrückt und Masse zu den Seiten hin verdrängt. Jenseits der Eisschilde wölbt sich so der Untergrund auf. Dieser Effekt zeigt sich in Nordamerika bis zu den Bahamas. Schmilzt der Eisschild ab, senken sich diese Gebiete auch wieder ab. Auf dem Höhepunkt der Warmphase vor 125.000 Jahren lässt schmelzendes Eis also den Meeresspiegel ansteigen, während die Inseln gleichzeitig absinken. Wenn wir wissen, in welcher Höhe ein Korallenfossil gefunden wurde, müssen wir diesen Wert um die Ausgleichsbewegungen der Erdkruste korrigieren. Bislang nahm man an, dass der Meeresspiegel damals um 6 bis 9 Meter angestiegen ist. Unsere Untersuchungen legen aber nahe, dass die abschmelzenden Eisschilde zu rund 4 Metern Meeresspiegelanstieg geführt haben. 4 Meter Meeresspiegelanstieg hätten heute aber immer noch verheerende Folgen, wenn man bedenkt, wie viele Menschen an Küsten leben. Was bedeuten 4 bis 9 Meter Meeresspiegelanstieg? In tiefliegenden Regionen wie den Niederlanden oder an der deutschen Nordseeküste würden riesige Gebiete überflutet. Auch Weltmetropolen am Meer wie New York würden weitgehend im Ozean versinken. Dort leben auf engstem Raum Millionen von Menschen. Manche Küstengebiete lassen sich durch Sperrwerke oder Deiche schützen. Doch zehntausende Kilometer Küste weltweit wären verloren. Die Zeichen sind nicht mehr zu übersehen. Die Erderwärmung verändert unsere Ozeane. Setzt sie sich in diesem Tempo fort, werden viele Meeresgebiete nach und nach kippen
und ihre Bewohner verschwinden. Das belegt der Blick zurück in vergangene Heißzeiten. Die Auswirkungen werden gewaltig sein. Auch vor uns Menschen nicht haltbar. Wir sind eng mit unserer Umwelt verbunden. Sie liegt nicht außerhalb von uns. Sie durchdringt uns. Zum Beispiel, wenn wir Luft einatmen. Es geht also um unser Leben.